What's up? Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Nein. So, und da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Schwarz 2. Und ja, wir haben nach einer kleinen Pause jetzt hier weitergemacht auf Route 6. Und ich steige vom Fahrrad ab. Das ist ja wohl total scheiße. Und kämpfen mit dieser Frau und müssen hier irgendwie mal schauen, ob es hier nicht was Interessantes gibt. Der beste Weg, seine Pokémon stärker zu machen, ist, sie zu trainieren. Bin ich nicht klug? Villa heiße ich übrigens. Ja. Ich habe ein ganz tolles Pokémon, das ich auf meinen Namen rein. Ich bin Villa mit dem Picochilla. Okay, und jetzt mache ich dich fertig. Villa. Hypnose. Nämlich im Schlaf, ja? Ich bin nett zu dir. Ich möchte nicht, dass du mitbekommst, wie ich dich töte. Du schläfst dann da nebenbei. Rückkehr. Aha, aha, aha. Du hast besiegt. Züchterin Villa setzt Sesokiez ein. Was ist das? Das ist ein neues Ding, oder? Nee, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall tot. Ja, gleich Level 36. Ich habe übrigens entschieden, ich trainiere bis Level 36. Das ist irgendwie eine coolere Nummer bei Pokémon. Eine Regenschirmtante. Hi. Es regnet. Die Erde wird nass. Die Pokémon kämpfen nur so zum Spaß. Aha. Hallo, ich bin Schirmdame Astrid. Das ist ein toller Name für eine Schirmdame, finde ich. Ein Tropfen-Ding. Ich wollte jetzt nichts anderes sagen. Okay, die gleiche Taktik gleich nochmal. Wir bringen ihn erst zum Schlafen. Und töten ihn dann. Und dann haben wir Level 36 und wir lernen bestimmt Schlitzer oder so einen Scheiß. Es wäre auch ganz cool, wenn er sich... Entwickelt sich das Ding? Wenn, dann entwickelt es sich definitiv dann ab 36 oder 38. Wenn es sich durch Level entwickelt. Oder ich brauche irgendeinen Stein. Weil später entwickelt sich normalerweise kein Pokémon mehr. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber... Sonst ist 36 eigentlich das Limit. Eine vernichtende Niederlage folgt nach einer traurigen... was auch immer. Da-da-dam. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und ich habe nichts erlernt. Ich habe Level 36. Ich habe nichts erlernt. Und jetzt kommt so ein scheiß Sesokiez, ey. Ja. Nee, am Arsch. Am Arsch. So. So, Miss Vladi wird jetzt ausgetauscht mit Brix. Heißt, es geht weiter mit Rückkehr? War unten was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das wäre geil, wenn die noch durchs Gras gehen müsste. Ist ja ein kleines Stückchen. Und dann noch bei ihr ein Zufallskampf kommen würde. Aber warte eben, du musst noch eben kurz warten, Mari. Ich muss gerade noch Schulkind Lolita. Gar nicht pädophil oder so. Lolita. Jetzt bringe ich dich erstmal zum Schlafen, Lolita. Ach, geht ja gar nicht. Dann direkt Rückkehr. So, aber ich hoffe mal, dass Brix bis Level 36 irgendwas Cooles lernt. Wie Psychokinese, Psystrahl. Ja, das war's schon. Schnuthelm? Was ist das denn für ein Pokémon? Wahrscheinlich hat es einen Helm. Ja, hat es tatsächlich. So, machen wir mal Bodycheck zur Abwechslung, damit das die ganze Zeit dasselbe ist. So, sehr schön. Wow. Und bam. Oh. Gibt es ja wohl nicht. Gibt es ja wohl nicht. Und ruckzuck, einfach mal. Nur Spaß.
Okay, ich sollte nochmal Octokip machen. Er wird definitiv... Ach nee, Initiative sinkt, stimmt. Gut, dann tue ich es jetzt beenden, bevor er mich nur angreift. Ich meine, er hat seinen Angriff ja ziemlich stark aufgepusht und nein! Oh Gott. Oh, zum Glück macht er nochmal das. Wenn er mich jetzt nämlich angreift, könnte das doch ganz schön wehtun. Zuckzuckhip. Lolita wurde besiegt. Benutzt doch bitte keine Attacken, die ich nicht vorhersehen kann. Bin ich beleidigt. Oh, schaut mal hier. Was war das? Oh, ein Tanpingyon. Der ist ja wohl mal süß. Ich will so ein Ding haben. Aber ich besieg dich leider. Der ist ja mal cool. Auch wenn man dich ganz schön verarscht hat, du Arschgesicht. Ja? Aber der ist cool. Dim. Dadam. Lockduft. Was will der immer mit Lockduft? Mein Fluchtwert sinkt. Aber das soll mir ja nicht schaden. Dadam. Level 33. Morgenrauen. Das hört sich wieder so einer Scheißattacke an, ganz ehrlich. Obwohl, 5. Füllt KP des Anwenders auf. Das, die Menge hängt vom Wetter ab. Ja, wir haben ja sowieso so unwichtige Attacken, also. Bodycheck hat 90, ja, angeblich. Zieht aber fast nichts ab. Morgengrauen. Jetzt können wir uns wenigstens selber heilen. Die Attacke werde ich bestimmt fast nie nutzen. Aber egal. Elixier erhalten. Okay, hier ist nichts, kein geheimer Gang. Nein, nein. Okay, da ist Scheren. Hier ist nichts, 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 nichts. Okay. Hallo. Ah, Mario. Hast du kurz Zeit für mich? Oh, wo gehen wir denn jetzt rein? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Oh. Es hat sich nicht groß herumgesprochen, aber in der Nähe von Tessera ist etwas passiert, was mein Interesse geweckt hat. Es war zwar nur für einen Augenblick, aber es wurde eine Temperatur von minus 50 Grad gemessen. Das ist kalt, mein Lieber. Und das ist noch nicht alles. Denn wenn Sie jetzt bestellen und sofort anrufen, wird die gleiche Temperatur auch noch in Stratos und Maria City gemessen. Und vor kurzem gab es noch den Vorfall mit Team Plasma dazu, aber jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet, wenn ich der Sache nicht nachgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Hier, ich gebe dir die VM Surfer. Bitte benutze sie, um verschiedene Orte zu untersuchen. Denn wenn du einem deiner Pokémon Surfer beibringst, kannst du auch übers Wasser reisen. Aha, aha, aha. Toll, noch eine VM, die ich nicht erlerne. Besser, ja, ich erlerne sie jetzt, aber... Egal. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe, aber es kann gut sein, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht. Sei vorsichtig auf deiner Reise. Okay, wo sind... Ah, Temperaturmess. Scheiße, okay. Toll. Jetzt habe ich schon wieder die Dings. Was verlieren ich? Charlie. Der hat echt zu viele gute Attacken. Oder starke Attacken. Oder Attacken, die was abziehen halt. Ne? Unglaublich. Was ist Standpark eigentlich? Ja, gute Attacken habe ich auch nicht so wirklich. Ne. Okay. Surfer. Yes. Wir geben es Charlie. So, welche Attacke lassen wir jetzt vergessen? Das ist eine super Frage. Surfer hat 95 und ist physisch. Ne, gar nicht, speziell. Speziell. Ja, dann verlieren wir Aquawelle. So, ich wollte eigentlich mal schauen jetzt, was bei Charlie eigentlich mehr ist. Physisch oder... ach, da oben. Ah, na.
Sein Spezialangriff ist besser. Okay. Und das wird dann wahrscheinlich auch so bleiben. Okay. Jetzt bei Bricks aus, wahrscheinlich dasselbe Spezialangriff. Ja, Spezial ist derbst höher. Dann ist Vladi, hoffe ich ja mal, dass der physische stärker ist. Ja, aber hier ist das physische stärker. Obwohl er nicht gerade sehr stark ist. Ist das eine Barücke? Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. Okay. Ah, okay. Gut. Hallo. Ich bin ein Professor. Als Wissenschaftler, meine ich natürlich, als Wissenschaftler gehört es zu meinen Aufgaben, zu überprüfen, ob sich meine Theorien in der Praxis bewahrheiten. Da, 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 da. Forscher Drain schickt Seso-Kids. Was haben die alle schon mit ihren scheiß Seso-Kids? Unfassbar. Ja, wir machen einfach mal einen Biss. Was war das denn? Ich beiß dir voll den Hals ab. Und jetzt Rückkehr. Und dann wieder Biss. Und dann wieder Rückkehr. Okay, doch nicht. Du bist schon tot. Da, da, da. Als Wissenschaftler gehört es zu meinen Aufgaben, diese Niederlage. Ach, das geht's viel zu schnell. Also ganz ehrlich, ist das irgendwie schnell eingestellt oder... Nee, 2. Finde ich eigentlich in Ordnung. Was ist das eigentlich? So. Okay. Man kann es anscheinend nicht verlangsamen. Hallo. Hi. Ich werde die Beziehung zwischen Trainer und Pokémon ergründen. Mehr hast du nicht zu sagen. Aha, bin ich sexy. Forscherin Marlies. Oder Marlies. Marlies, Marlies. Mario. Fast dasselbe. Jetzt schon wieder so ein Schnuthelm. Warum mache ich Morgengrauen? Ich habe mich verklickt. Oh nein. Ach super. Yeah. Wahnsinn. So, ich gehe mal davon aus, dass es ein Stahl-Pokémon ist, oder? Eine Art Stahl-Pokémon, wer weiß. Nee, das kann nicht sein, dann hätte es nicht so viel abgezogen. Ja, interessant. So, okay. Pam. Ach, Arschgesicht. Und es ist echt ein Arschgesicht. Siehst du, das Graue sind die Arschbacken und der presst die so auseinander und das Innere drin ist... Nein, okay. Wir reden nicht weiter. Ist hier jemand am Essen oder sowas? Oder sonst irgendwas am Tun? Wer weiß. Oh, wie viel hat die denn noch? Ein Käfer. Machen wir Biss. Wir beißen dir deine Käferfassade ab. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Autsch. Und Rückkehr. Kadadadada, boom. Bye bye. Ich hab das Gefühl, Bricks kriegt voll langsam Level. Oder kommt mir das nur so vor? Bei den anderen ging das so schnell. Oh, ist das wieder so ein Pilz? Yeah! Nee, es war nur ein normaler. Ja. Pokémon ist ja fast so schlimm wie Emolga. Entkommen. Sehr schön. Yeah, ein Pilz! So, ich mach dich fertig. Ich beiß dir deinen Pilz ab. Was? Wie kann bei einem Pilz Biss nicht effektiv sein? Ganz unabhängig von dem Element. Element. Ich habe irgendwas anderes gerade gesagt. Wurzler. Damit heilt er sich. Bringt dir nichts mehr. Tod kann man auch nicht mehr wiederbeleben. Mit Nährstoffen. Sporen wird... Am Arsch. Toll.
Synchro. Ich paralysiere ihn auch noch, wenn er schon besiegt ist. Ich wollte eigentlich gar nicht aufs Fahrrad. Amarena-Bäre, Paralyse. Einsetzen. Bitte bam. Ändert sich die Musik, wenn ich auf dem Fahrrad bin? Muss ich nochmal testen. Und tatsächlich. Ich finde die Musik auf dem Fahrrad besser. Aber man kann so schlecht darin sich bewegen. Was mir aufgefallen ist, die Leute haben immer Pokémon so ziemlich draußen auf den Routen, die man auf der Route selber auch fangen kann. Das war sonst... War das sonst auch so? Nee, ne? Hallo? Für mich ist ein Kampf eine Möglichkeit, etwas zu lernen. Da. Schulkind Paulino. Oh, der hat so einen Pilz. Ey, das klaue ich den voll. Und dann laufe ich ganz schnell weg. Da, 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 da. Rückkehr. Ich habe gleich keine AP mehr mit Bricks. Das ist schlecht. Mit Glück lernt er mit Level 34 was Neues. Obwohl, er hat Morgengrauen erst erlernt. Das heißt, es dauert auch mal wieder Ewigkeiten, bis er mal wieder was lernt. Scheiß Dreck. Eine Psycho-Arena wäre gut. Dann lerne ich Psycho... Dann kriege ich eine Psycho-TM. Okay, es lohnt sich einfach nicht, Paraheiler einzusetzen. Es lohnt sich einfach nicht. Blaukaps, das hatten wir gerade. Das ist dieses blaue Vieh, ne? Oder? Ja. Okay. Furienschlag, ey. Aua. Aua, 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 aua. Unfassbar gemein. Dieses kleine Käferchen. Diese kleine Schabracke da. Was ist eine Schabracke? Ach ja. Warte bitte, ich muss die Niederlage erstmal analysieren. Dass der so viel Geld bei sich trägt. Unglaublich. Das ist ja jetzt wohl nicht wahr. Wetten so ein Stehkitz? Ach nee, steh so. So ein Schnuthelm. Ich bin entkommen. Ich habe einen Hyperball erhalten. So, ich heile mich jetzt aber nochmal. Nur mal so aus Spaß. Ja. Ich werde ja sowieso wieder verparalysiert. Verparalysiert ist auch super ausgesprochen, Mario. Verparalysiert. Ich meine, ich werde sowieso wieder paralysiert sein. Werden. Wie auch immer. Aber egal. Hallo. Hallo. Ich plansche mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Nein. Nicht? Nein. Nicht? Nein. Aber ich heiße Conchita. Ja, dann ja. Was hat sie da wieder? Ach, wieder so ein... Ich würde mal sagen, Wix-Fleck. Wix erhält Level 34 gleich. Das freut mich. Kommt immer näher an die 36 bei allen. Danach nur noch Janis und dann... Dann war's das. Dann haben wir Level 36. Kommt die nächste Ziehung. Und ich hoffe, dass es ein gutes Pokémon sein wird. Prognose. Oh, was ist das denn jetzt? Hat sich ja verändert. Das Formeo hat sich umformiert. Yay! Level 36, 34 meine ich. Ich bin die Conchita. Oh, ich habe verloren. Oh. Sehr schön. Nein. So, dann bekommt er mal einen Supertrank, der super ist. So. Okay. Zack. Ein Pilz. Oh nein. Nein, da flüchte ich jetzt, wenn ich flüchten kann. Weil der wird mich nur wieder paralysieren. Und darauf habe ich keinen Bock. Sehr schön. Bleibt der Pokéball da jetzt liegen? Oh nee. Bleibt er nicht. Er ist schnell weggerannt. Vor meiner Stärke. Oh, was war das? Kobar. Oh. Kobar.
Was war das? Oh. Mobius. Dieses Pokémon eben. Das war doch... Das war der legendäre Pokémon Cobalium. Ich hab dir doch neulich davon erzählt. Ah, Cobalium. Was für ein würdevolles Auftreten. Cobalium. Cobalium, Viridium und Terrakium. Man erzählt sich, dass sich diese drei Pokémon gegen die Menschen gestellt hätten, um ihre Freunde vor einem Krieg zu schützen, den die Menschen angezettelt haben. Warum höre ich mich an wie ein Schaf? Denn sie wussten, dass Pokémon nicht in Frieden leben könnten, solange Menschen sich wie kriegen. Ihnen war klar, dass die Taten der Menschen viele Leben kosten würde. Aber warum zeigt es sich nun den Menschen? Patrouilliert es zum Schutz der Pokémon? Die Einalregion, weil vor 2 Jahren eine Gefahr vom Team Plasma ausging? Oder ahnt es ein neues Unheil, das uns bevorsteht? Wie schrecklich. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Verbreitet Jesus jetzt auch heute noch seine bösen Ansichten? Hat er andere gefunden, die er manipulieren kann? Es ist Zufall, dass Cobalium vor dir erschienen ist. Oder war es ein Appell an dich, das Unheil abzuwenden? Anders als N, der versteht, was in Pokémon vorgeht, kann ich nur raten, was seine Absicht war. Aber wenn es schaffen solltest, dass Cobalium sich dir anschließt, wäre es dir in Zukunft sicher eine große Hilfe. Und dafür seid ihr mir jetzt entgegengelaufen, okay? Hallo, Tipps für Trainer, Gegenstände der Basis, bla bla bla. Okay. So, da oben geht's weiter. Ich könnte auch surfen. Warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit gar nicht? Oh, wieder das Wahlbild, okay. Oh, dann hätte ich dahin gehen können. Kann ich kaputt machen? Nein. Ach, egal. Ah, ich kann ja trotzdem hin, oder? Was ist denn so hier? Irgendwie? Oh, sieh mal, da ist was. Ich habe die Schleuder erhalten. Was ist das? Das sieht interessant aus. Nein. So. Der Anwender wirft sein Item auf das Ziel. Die Kraft und die Wirkung hängt vom jeweiligen Item ab. Also wieder unwichtig. Nein. Ich wollte erst gucken. Kann man da weiter surfen? Ja, ne? Oh, wo bin ich jetzt? Oh, eine Höhle, eine Höhle, eine Höhle. Was sind das für schwarze Dinger um mich herum? Ah, das ist das Emulator-Problem. Ich brauche keinen Blitz einsetzen. Kann ich da reinfallen? Nein? Okay. So. Arschgesicht! Oh, was ist das denn? Ein Milzer. Rico. Und zack. Sehr schön. Oh. Ob das jetzt die richtige Höhle jetzt ist, um mit einem Psyana quasi da rumzulatschen? Bei Stein-Pokémon und der einzigen wirkvollen Attacke ist Rückkehr. Die fast leer ist? Nein. Ich sage, ich gehe da gleich wieder raus und gehe da später nochmal rein. Ja. Was ist das? Sedimantur. Okay, wir schicken Janis rein. Oh, Level 35 schon. Da müssen wir ja aufpassen. Katapult. Aua. Und Rasierblatte. Dam 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 dam. Was? Warum nicht? Seelenkraft.
Okay, zum Glück zieht er mir nicht so viel ab. Das wäre nämlich nicht so gut. Das wäre nämlich ziemlich gemein, sag ich jetzt einfach mal so. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. So, und damit hat Janis auf jeden Fall auch schon mal Level 34. Kommt voran, wir kommen voran, wir kommen voran. Dahin gehen seine Träume übrigens. Oh, ich will mich ja schon umsehen eigentlich. Nein, wir gehen jetzt woanders hin. Das sieht mir so groß aus. Obwohl, ich glaube, die ist gar nicht mal so groß, weil das keine offizielle Höhle ist. Okay, da kann ich nicht hin. Wir kamen noch keinen Kampf im Wasser. Jetzt. Ein hässlicher Fisch. Ah, 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 ah. Bye, bye. Gegen hässliche Fische kämpfen wir nicht. Das ist unter uns. Oh, es ist dunkel. Wieso? Wie spät haben wir jetzt eins? Ach so, okay. So, was macht der hier? Oh, er hat mich gesehen. Ich zeig dir die Kraft der Natur. Eine Herausforderung von Ranger Rui. Rollum wird Rui in den Kampf schicken. Sexy. Und ratet mal, was benutze ich? Ja, Rückkehr. Obwohl ich zweifle, dass ich das oft genug einsetzen noch kann. Dreimal noch. Wir sollten zwischendurch was anderes einsetzen. So. Aua, aua, aua. Also jetzt besiegen wir dich erst, dann heile ich dich. Bitte besiegen, 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 besiegen. Danke sehr. Nein, ich wurde vergiftet. Nein! Arsch, ey. Wie fies. Na gut, Janis, dann bist du jetzt erstmal dran. Ein Tarnpion. Stärke. Oh, dieser Janis ist kleiner geworden. Arschgesicht, ich hätte Rasierblatt nehmen sollen. Stimmt. Ich darf die nicht berühren. Ne, jetzt bin ich ja eh. Oh, ich bin am Schlafen. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlimm. Solange ich irgendwann auch mal wieder aufwache. Los jetzt. Janis, aufwachen. Nein. Der heilt sich jetzt schon wieder komplett das Arschgesicht, ey. So, drei Runden am Schlafen ist jetzt aber auch genug, Janis, ne? Jetzt aufstehen. Sei ein braves Bisaflor. Na also. Oh, na super. Na gut, wir machen trotzdem jetzt Stärke. Obwohl, wenn er mich jetzt vergiftet, bin ich... Na, obwohl... Nee, ich schlafe nur, das ist nicht so schlimm. Dann gute Nacht. Sehr schön. Da hilft nur Urschrei? Oder was stand da jetzt gerade? Hier, damit kannst du deine Pokémon heilen. Eine Pirsefbeere. Yay. Solange ich genügend Natur um mich habe, fühle ich mich topfit. Vielen Dank, Mutter Natur. Du bist die Beste. Ja, rede weiter mit einem nicht existierenden Menschen. Wir wollten nicht speichern. Nein. Dem war nicht so. Pirsefbeere halt vor Vergiftung. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Da. Da, 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 da. So, und jetzt noch zwei super Tränke. Und sehr schön, das reicht jetzt auch erstmal. Nein, warum? Und warum kommt so eine extra Musik dabei? Oh, ein Doppelkampf. Da, 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 da. Aber nein, darauf haben wir keine Lust.
Nur was ist das für ein Haus? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hey du! Das ist für dich! Ich habe einen Leuchtstein erhalten. Leuchtstein in der Itemtasche. Ich habe meinem Picochila neulich einen Leuchtstein gegeben. Da entwickelte es sich plötzlich und wird zu einem ganz anderen Pokémon. Na. Wo ist der denn? Da. Nicht möglich. Warum nicht? Okay, was läuft im Fernsehen? Das Programm Stars und Sterne. Ich bin... Sag mal, Sarah, wie geht es dir denn so in letzter Zeit? So viele Fernsehtermine müssen doch irgendwann auch mal ihre Spuren hinterlassen. Nicht, dass du dir noch deine Gesundheit ruinierst. Sarah, das stimmt. Ich bin seit geraumer Zeit wirklich pausenlos in Aktion. Da gibt es kaum mal eine Schnaufpause. Aber mir macht meine Arbeit so viel Spaß, dass ich mich absolut nicht beschweren möchte. Ist alles im grünen Bereich. Nein. Deine Pokémon sehen sich schlapp aus, sodass sie ein wenig Ruhe. Ah, ein Pokémon-Center. So oder so ist in der Art. Danke sehr. Das kann nur bedeuten, dass die Route noch etwas länger ist. Scheiße, ey. Okay, ist also egal, wo man lang geht. Das ist schon mal schön. Kommen wir nur wieder hinter das Haus. Hallo. Elektrolythöhle. Eine elektrisierende Erfahrung. So, gut, dass ich keinen Blitz einsetzen muss. Da hier gar kein Zap. Oh. Oh, Bell, hallo. Oh, hey! Bist du wieder da? Wusstest du schon, dass ich die schwebenden Steine verschieben lassen? Der schwebt doch gar nicht. Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrische Ladung reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber denke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Um ein Haar hätte ich vergessen, dass ich hier etwas untersuchen wollte. Bis später. Bye. Ach, den anderen schwebenden Stein, meint die. Okay. So, ich wollte jetzt eben mal schauen, ob ich wenigstens mal ganz kurz mal Schutz einsetzen kann. Oh, definitiv. So, einmal setzen wir es mal ein, dann ist es weg. Können wir uns nämlich mal... Aua. Aua, aua. Aua, aua. Das ist jetzt dem Pokémon wehgetan? Nee, ne? Oh, nee. Oh, sehr schön. Ey, schwebender Stein. Ist sicher gar nicht verschieden. Ach, die schwebende Steine. Okay, ich tue jetzt lieber das Fahrrad weg. Man weiß nie. Ja, yeah, ich habe Hyper-Eiler gefunden. Meine Pokémon sind echt nicht paralysiert, ne? Nö. Okay. Dann ist ja gut. Lang. Hallo. Hier sind meine drolligen und coolen Bandmitglieder. Aha. Deine drolligen Bandmitglieder. Eine Herausforderung von Gitarristin Jane. Die hat ja nur ein Bandmitglied. Ist die peinlich. Oh ne. Ne. Warum? Macht's schnell fertig. Was soll das denn jetzt schon wieder sein? Okay, das geht ja noch. Und weg bist du. Bye bye. Ach man, ich wusste doch, dieses fette Scheiß-Pokémon kann nichts. Kann nicht einmal herkommen, ohne mich zu nerven. Ich hasse es. Ich will es nie wieder sehen, ne? Wir brauchen mehr Bandmitglieder. Vielleicht braucht ihr einfach nur Stalker, die euch dann neue Bandmitglieder verschaffen. Logik pur. Gerade. Aber egal. Wir machen hier weiter. Einsetzen. Bla 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 bla. Okay.
gehst du von deinem Fahrrad runter. In der Höhle fährt man eben mit Fahrrädern. Da sind ganz viele Sachen, wo du drüber stolpern kannst und du dir ganz stark wehtun kannst. Und dahinter ist ein Pokéball versteckt, das sieht ja wohl jedes Kind. Warum sollte ich die denn bewegen wollen? Oh, sieh mal, ich kann ihn nach da bewegen. Oh, ah, ah, Hypertrank, Hyperheiler, Hypertrank, ey, die tun mich ja richtig verwöhnen hier. Ja, du kommst nach da, ich weiß zwar nicht, was das für einen Sinn hat. Okay, da ist seltsam da oben, unten. Da kann ich so langsam laufen. Das lassen wir. Scheißdreck, Schutz wirkt nicht mehr. Obwohl, ich will den Stein ja lieber an den anderen. Wir gehen nach unten. Definitiv. So, was sind denn hier für Pokémon? Ein wildes Kastaduo erscheint. Aha, aha, aha. Kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennenlernen. Sieht scheiße aus. So, let's go. Oh, jetzt bin ich nicht mehr so langsam hier. Die Elektrolythöhle. Ich liebe diesen Ort. Zu einem bin ich fasziniert davon, dass ich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln... Oh Gott, ich weiß schon, wer das ist. Mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Sowie der Menschen zu den Pokémon. Für mich ist das der ideale Ort. Ich muss aufbrechen, um die ganze Sache, um die Pokémon zu retten. Ich muss der ganzen Sache ein Ende bereiten, um meine Freunde zu beschützen. Hä? Also, ich gehe davon aus, dass das definitiv diese Akromas war. Kein anderer würde in Pokémon jemals das Wort Mathematik oder Mathematisch oder Mathe in den Mund nehmen. Von daher... Oh, es entscheidet sich oben oder unten. Unten geht ja nur unten eigentlich, ne? Ja. Aber... Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Ich habe ein Stahljuwel erhalten. Das ist ja mal interessant. Macht wahrscheinlich Stahlattacken stärker, wa? Oh, irgendwie komme ich mit dieser Tasche nicht klar. Da ist es. Erhöht einmal die Stärke einer Attacke von Typ Stahl. Ich habe keine Stahlattacke. Oh. Da-dam. Ein Klick. Da-da-da-da-da-da. Ich will aber lieber mit Trainern kämpfen und nicht mit komischen Pokémon, die einfach nur so da sind. Oh, hallo. Wer der Zeuge der zerstörerischen Kraft meines unschlagbaren Dreiergespanns? Da, 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 da. Eine Herausforderung von Ersttrainer Naoto. Oh, ein Dreierkampf, okay. Dann zeige ich dir mal meinen Dreier. Aha, ja, das war schon sehr cool. Okay, Rückkehr. Auf Fasasnob, oder was ist das dann? Surfer auf alle bitte. Nein, nicht auf... Macht er das jetzt auf die anderen auch? Macht der Surfer jetzt auf alle? Ja, ne? Scheiße. Naja, egal. Es hat trotzdem gewirkt. Kleine Memo an mich. Nie wieder Surfer in einem Doppel- oder Dreierkampf einsetzen. So. Das macht Rückkehr auf Klick. Du machst Kalk. Du machst Schlitzer. Schlitz ihn den Hals auf. Oh, was, wie habe ich das jetzt ausgesprochen? Schlitz ihn den Hals auf, so. Bada-bam. Ist egal, dass es nicht effektiv ist. Didim, didim, didim. Und schlitz ihn auf. Was, warum das denn? Warum war das so wenig? Ist ja wohl unfair. Und, oh, dann ist es natürlich auch wenig, weil das ein Flug-Pokémon ist. Oh, was mache ich denn da nur für eine Scheiße? Rückkehr auf ihn und Kalkling auf den und Giftschock auf den.
Pan. Und Fallklinge. Zack. Sehr schön. Er ist besiegt worden. So, okay, und wir werden hier noch ein bisschen die Höhle erkunden und auch noch nach unten gehen. Doch, für diesen Part war es das erstmal und deswegen sage ich bye bye und ciao.